Rund 300.000 Muslime gibt es in Hessen und die wollen Orte für das Gebet haben, Moscheen. Doch um deren Bau gibt es immer wieder Streit und Widerstand. Hessen im Wandel zeigt Ihnen in dieser Woche Orte, die für Veränderungen in Hessen stehen, die ahnen lassen, was auf uns zukommt. Zum Beispiel beim Zusammenleben von Christen und Muslimen. Die muslimischen Ahmadiyya-Gemeinden sind besonders emsig beim Bau von Moscheen. Sie haben 12 davon in Hessen. Bundesweit sollen es 100 werden. Ahmadiyya ist also auf Expansionskurs. Sebastian Kisters ist in Riedstadt in einer Ahmadiyya-Gemeinde. Wie ist das denn, wenn man dort einen Tag in der Moschee verbringt? Völlig unterschiedlich. Also wir waren mehrere Tage zur Vorbereitung auch hier und ich kann Ihnen sagen, hier in dieser Moschee hatte ich immer das Gefühl, herzlich willkommen zu sein und es gab keinen Moment, wo wir dachten, oh, hier gibt es noch Geheimnisse, die man uns irgendwie vorenthält. Auf der anderen Seite gab es auch sehr viele Momente, die befremdlich, wenn nicht gar verstörend waren. Zum Beispiel, dass Frauen hier Männern nicht die Hand geben, eben aus Gründen, um ihre Keuschheit zu schützen, nicht zu verlieren. Über all das und noch viel mehr wollen wir hier sprechen in Riedstadt, in dieser Moschee, in die zu Gebetszeiten, zu Hauptgebetszeiten mehrere hundert Muslime aus ganz Hessen kommen. So sieht das dann aus, wenn hier gebetet wird. Wie üblich sind Frauen und Männer dann getrennt. Die Männer beten, wie hier zu sehen, oben in der Moschee, die Frauen in einem separaten Raum unten. Da werden wir gleich noch reingehen. Die meisten Gläubigen hier, ganz wichtig, kommen aus Pakistan. Viele wurden in ihrer Heimat verfolgt, weil sie eben Anhänger der Glaubensrichtung der Ahmadiyya sind. Einer islamischen Strömung, die aus Indien stammt. Und diese Moschee hier steht, wie eigentlich alle Moscheen in Hessen, fast alle, in einem Industriegebiet, so wie wir das hier sehen, weit abseits der Stadt. Darum zunächst mal die Frage, wenn es um Wandel geht, wie würden Sie sich das denn künftig erhoffen? Wo gehören Moscheen Ihrer Meinung nach hin? Wünschenswert wäre, dass die Moscheen in den Wohngebieten erbaut werden, weil dadurch auch die Bevölkerung von der Existenz dieser Moscheen mitbekommen würden und die Moscheen mehr und mehr in die Öffentlichkeit hineinrücken. Sie wollen sich nicht verstecken? Nein, wir wollen an die Öffentlichkeit und wollen auch einen Schritt zu der Integration tun und wollen uns präsentieren hier in der Öffentlichkeit. Wie sollte Integration dann aussehen, wenn Sie mitten in Städten sind? Was wird da besser laufen? Die Integration wird dadurch auch der interreligiöse Dialog gefördert, ja, dass die vielen Religionen auch dann diskutieren und miteinander auch auf friedliche Art und Weise diskutieren können und nicht, was in der Tat jetzt heutzutage in der Welt ist, ja, mit ganzen Kriegen und so, und dass auch auf eine friedliche Art und Weise auch Religion miteinander geführt werden kann. Vielen Dank. Also in die Städte rein ist Ihr Wunsch. Ja. Danke. Rund 300.000 Muslime gibt es in Hessen und in vielen und Gemeinden ist es so, dass dort natürlich Begehrlichkeiten wachsen, eine eigene Moschee zu bekommen. Bei mir ist der Amir der Ahmadiyyas, das heißt so viel wie der Vorsitzende aller Ahmadiyya-Anhänger in Deutschland, Abdullah Uwe Wageshauser, ein Mann mit bewegter Vergangenheit, hat mal angefangen als Messdiener im Rheinland, hat die Erleuchtung gesucht, war kurzzeitig Buddhist und ist dann zum Islam gekommen. Wie kam das, Herr Wageshauser? Es war ein langes Studium. Also es hat mehr als 10 Jahre gedauert. Und nachdem ich mich mit Buddhismus beschäftigt hatte am Schluss, bin ich auf einer Reise in den Orient zu dem Geburtsort des Gründers der Gemeinde gekommen, nach Kadian. Und dort habe ich eine Gemeinde getroffen, die wirklich das gelebt hat, was wir immer versucht haben zu finden. Eine gelebte Frömmigkeit, die Ehrlichkeit und Authentizität ausdrückte. Also das hat mich einfach fasziniert, dass dort das auch gelebt und gesagt wurde, was den Islam auszeichnet, also Toleranz, Frieden und all das. Nun ist Ihre Strömung, die Ahmadiyyas, nämlich eine Gemeinde, die sehr auf Expansionskurs sind. Wir schauen uns das mal an, was das für Hessen bedeutet. Dieser Kalif, das Oberhaupt aller Ahmadiyya-Anhänger, rief 1989 dazu auf, 100 neue Moscheen in Deutschland zu bauen. Unter anderem, um Deutschland zu verschönern. So entstanden bereits in den 90er Jahren Moscheen in Groß-Gerau, Dietzenbach und Offenbach. Seit dem Jahr 2000 folgten Darmstadt, Riedstadt, Usingen, Wabern und Bensheim. Weitere Moscheen sind geplant, zum Beispiel in Nidda, Schlüchtern, Ginsheim und Rottgau. Etwas Ähnliches gab es schon mal vor mehreren hundert Jahren. Damals nannte man das, oder heute würde man es nennen, Missionierung oder Christianisierung. Darf man das Islamisierung nennen?
Nein, ich würde einfach sagen, das bedeutet, dass die Muslime, die jetzt einige Zeit schon hier in Deutschland leben, erwachsen geworden sind, dass sie sich zu Hause fühlen, dass sie angekommen sind und dass sie jetzt auch ihre Gotteshäuser dort haben möchten, wo sie leben. Und von daher ist es ganz normal, wir haben 220 Gemeinden in Deutschland und wenn die Hälfte davon irgendwann mal eine Moschee hat, ich glaube, das ist nicht beängstigend für die Bevölkerung. Ein Stück Wandel also, auf den wir uns einstellen sollten. Vielen Dank, Herr Wagishauser. Wir gehen weiter hier in der Moschee und ich gehe nun in den Gebetsraum, deshalb Schuhe aus. Eine solche Moschee wie hier ist damit zu vergleichen, was bei Christen vielleicht so ein bisschen auch Gemeindehaus wäre. Also es ist nicht nur ein Ort für Gebete, sondern sehr viel mehr. Ein Ort der Zusammenkunft, so auch heute Abend wieder. Guten Abend zusammen. Was erleben wir hier jetzt gerade? Wir haben eine Veranstaltung am kommenden Samstag und da bereiten wir diese Mädchen da in Deutsch darauf vor, was sie da alles vorzutragen haben. Also auch ein bisschen Deutschkurs haben wir hier so mitbekommen, oder? Ja, richtig. Also das findet auch auf der deutschen Sprache statt, richtig. Sehr schön, vielen Dank. Nun ist es so, dass sich Ahmadiyyas gern Reformgemeinde nennen. Dennoch ist es so, dass sie Männern nicht die Hand geben und sich auch verschleiern. Wie weit ist es dann um Reformen bestellt? Also können Sie verstehen, wenn Menschen das befremdlich finden, was sie hier sehen? Ja, natürlich. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, weil die Menschen hier kennen das einfach nicht anders. Sie sind in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Welt aufgewachsen als wir und ich habe völliges Verständnis dafür. Was muss dann daraus die Konsequenz sein? Oder was würden Sie sich wünschen? Würden Sie sich wünschen, manchmal etwas unauffälliger in dieser Gesellschaft zu leben? Das heißt, ohne Schleier vielleicht? Nee, das könnte ich mir nicht wünschen. Also ohne Verschleierung hier würde für mich ein ganz anderes Leben sein. Aber ich kann es auch schon verstehen, dass die Kopftuchträgerinnen natürlich eher auffallen als alle andere jetzt in der Gesellschaft. Wie ist das mit Geschlechtertrennung insgesamt? Die Geschichte mit der Hand habe ich erzählt. Wie sieht zum Beispiel im Schwimmunterricht in der Schule aus? Also die kleineren Kinder, zum Beispiel die Mädchen hier, die Vorpubertären, die dürfen daran teilnehmen. Sportunterricht insgesamt, also allgemein, ich habe daran immer teilgenommen, nehme auch jetzt noch daran teil. Die Trennung findet halt eben wirklich in der Pubertät erst statt und davor dürfen Mädchen und Jungs das auch gemeinsam machen. Was das angeht, da haben wir mal uns umgehört. Wie sieht man das bei einigen Menschen, die Hessen unter anderem in der Islamkonferenz vertreten? Gucken Sie mal. Religiöse Sonderregeln darf es nicht geben. So schafft man keine Integration. Die Mädchen dürfen nicht vom Schwimmunterricht oder vom Sportunterricht irgendwie aus religiösen Gründen einfach sozusagen entlassen werden. So etwas wollen wir nicht. Was heißt das für Sie, für die Zukunft? Müssen Sie da nicht vielmehr auch auf die Mehrheitsgesellschaft zugehen? Also ich denke mal, wenn wir den Islam, den wir auch so gelernt haben, genauso praktizieren und hier ausleben, das ist an sich kein Problem eigentlich. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gibt noch viel zu besprechen, das war nur ein Anfang. Vielen Dank. Wir fahren weiter nach Hünfelden, gucken einmal schnell drauf. Unser Thema morgen, die steigenden Weizenpreise und was das für die Viehwirtschaft in Hessen bedeutet, besonders für die Schweinezucht. Morgen also Hessen im Wandel aus Hünfelden. Vielen Dank hier. Ja, Sebastian Kissers aus Riedstadt. Wie gesagt, morgen geht's weiter mit Hessen im Wandel.